Ich glaube, es gibt keine Kamera wie die Leica, die so gefertigt wird mit so viel Sorgfalt und Umsicht und Emotionen, kann man schon fast sagen. The design process is very much an evolutionary one with the SL2. We really looked into small but important details to improve the ergonomics. And the other one was very important to us as designer was to give the camera a much more stronger, more iconic Leica look and feel. As a designer, I love to always look at how to do things better. And it's some way also a bit of a challenging thing as a person, because you're never really satisfied with the way things are. So constantly looking at how to improve. And in the design process, it's about taking the idea, coming up with concepts and developing those ideas into really tangible products, which are, you know, really great solutions that inspire our customers. I think that's, you know, the element that I really enjoy the most about the job. Für die Leica SL2 haben wir eine ganze Reihe an Innovationen in die Kamera gebracht, die allesamt irgendwo Platz brauchen, weil die Qualität besser geworden ist, weil neue Funktionen hinzugekommen sind. Aber die Kamera sollte auf der anderen Seite nicht größer werden. Und das war so eine ziemliche Herausforderung. Keine Wegwerfprodukte in dem Sinne. Leica wirft man nicht weg, sondern das behält man die ganze Zeit. Und auch unser ganzes Streben danach, die Langlebigkeit auch bei den neuesteren Systemen aufrechtzuerhalten, ist auch eine große Motivation. Put a specific emphasis on the leatherette wrap around the camera as well to give the camera a quality, authentic, premium feel. Gleichzeitig haben wir uns natürlich aber auch vorgenommen, dass wir mit dem SL-System ein neues Leistungsmerkmal, ein neues Leistungsziel erreichen wollten, mit dem wir dann eben langfristig ein sicheres Tool für den Fotografen haben, mit dem er nicht nur in einer Generation, sondern auch über mehrere Kameragenerationen arbeiten kann.